Brüssel ist besiegt und ich möchte Belgien sehr gerne befreien, um hier einen Block zu haben gegen Frankreich. So. Und in Erwartung von Befehlen. Sir! Bummel! Alles bereit machen! Sehr schön. Eine neue Nation entsteht. Belgien. Wir bekommen noch zwei Musketiere, die brauchen wir gar nicht. Und Belgien hat einen Handelshafen und wir haben auch eine Landverbindung zu Belgien. Weswegen wir jetzt mal trotz historischer Streitigkeiten, ist genau wie bei Bayern hier, militärisches Bündnis, gleiche Regierungsform, religiöse Differenzen, mal ein Handelsabkommen mit Belgien abschließen. Das machen sie auch, und zwar anders als die Bayern, ohne zu meckern. Und ihr seht schon auf der Karte und hier auch noch besser, Belgien umfasst jetzt den ganzen Bereich hier bis zur Grenze an die Champagne. Und diese Brücke hier zum Beispiel ist jetzt auch gesperrt. Franzosen kommen hier nicht mehr rüber. Und hierdurch auch nicht mehr. Also der ganze Bereich ist abgeblockt jetzt gegen Frankreich. Der Spion kann mal dahin gehen. Und unsere Truppen können sich dann zurückziehen. Ganz entspannt. Und wir müssen nur noch hier aufpassen jetzt. Und hier. Aber Baden-Württemberg rüstet kräftig auf. Und wir haben jetzt dadurch einen wichtigen Vorteil. Nur, also die Hauptbedrohung sind schon fast die spanischen Truppen. Und natürlich hier im Südosten haben die Franzosen immer noch enorm viele Truppen. Keine Ahnung, wie sie da rangekommen sind. Also ich schätze mal, dass das tatsächlich die Armee war, die aus Bayern fliehen musste. Ja, dass die dahinter steckt. So, ihr zieht euch mal zurück. Und ich könnte mal ein Bankhaus aufrüsten. Das bringt in Brandenburg deutlich mehr Städtewohlstandswachstum, etwas mehr Provinzwohlstand und auch einen zweiten Städtewohlstandswachstumspunkt für alle Gebiete. Ich baue das einfach mal. Ich will nicht die Dinger flächendeckend aufrüsten, aber immer dann, wenn ich nichts anderes zu tun habe, so wie jetzt, dann kann man mal so ein Bankhaus auch mal aufrüsten. Gut. Profit bleibt relativ stabil. Und Großbritannien ist auch wieder frei. Sehr schön. Oh, die haben sich mit Horatio Nelson freigekämpft, die Briten. Sehr gut, das ist äußerst lobenswert. So, also die Franzosen, da wird es langsam eng. Und wir haben mit Belgien ein weiteres Protektorat. Mal sehen, was das noch an Protektoratseinnahmen bringt nächste Runde. Und wir kontrollieren auch diese Region, die jetzt auch zählt auf unserem Siegprovinzenkonto. Und ja, ganz vergessen nachzugucken, gerade eben mit Bayern haben wir natürlich auch eine weitere große Provinz erobert. Und wir halten jetzt schon ganz Süddeutschland, müssen noch, so noch um Böhmen und hier oben um das hübsche Friesland mit der Hauptstadt Oldenburg kümmern. Das ist auch ein bisschen verrückt. Eigentlich ist Friesland nur ein Landkreis in der Region und nicht die ganze Provinz, aber naja, sei es mal dahingestellt. Alexander Salter, ein fiktiver, aber ein sehr guter General Oldenburgs und eine fette Garnisonsarmee. Das wird noch lustig, Oldenburg zu erobern. Da freue ich mich schon drauf. Theoretisch könnte Blücher auch hier jetzt direkt Holland angreifen. Das lassen wir mal bleiben. Wir müssen uns erstmal hier jetzt verteidigen, also deswegen habe ich auch weiterhin die hohe Truppenpräsenz, inklusive dem 1. Ostpreußischen Grenadierbataillon, weil, wie gesagt, Oldenburg und Holland noch definitive potenzielle Ziele von uns sind. Und hier halten dann sozusagen Louis Ferdinand, Prinz von Preußen und Gerd von Scharnhorst die hessisch-französische und die württembergisch-französische Grenze. Unsere Alliierten sitzen in der Schweiz und auch in Norditalien und auch in Tirol. Und natürlich auch in Bayern und Württemberg, die übrigens kräftig gerade aufrüsten. Ich kann ja mal gucken, ob ich denen schon irgendwelche Technologien verscherbeln kann, um unsere Verbündeten zu unterstützen. Oh ja, kann ich. Jede Menge gute Technologien. Machen sie. Sehr schön. Sehr schön. Also Bayern hat einen technologischen Boom jetzt erlebt. Und Württemberg, den kann man auch was andrehen. Hoffe ich zumindest. Ja, wunderbar. Das stärkt unsere Alliierten. Und Belgien, den kann man auch was verkaufen. Ah, jetzt noch nicht, weil die noch nicht Geld haben. Klar, die habe ich ja gerade eben erst ausgerufen. Dänemark vielleicht noch, auch ein Alliierter von uns. Aber was mache ich hier? Ich will ja das Geld gar nicht. Ich brauche es ja eigentlich nicht. Aber Dänemark ist ganz schön beliebt. Nicht schlecht. Ich könnte die Dänen höchstens bitten, mit Frankreich in den Krieg zu gehen. Mache ich auch mal. Mal sehen, ob sie es machen. Machen sie es nicht. Schade.
Hannover vielleicht. Für Technologien. Jawohl. Bayern erklärt Frankreich den Krieg. So muss das. Und, nee, Württemberg erstmal nicht. Die sind noch an der, naja, doch, Württemberg hat ja auch ordentlich Truppen. Also, das sehen wir uns dann mal an. Aber Bayern ist jetzt mit Frankreich im Krieg. Das ist nicht schlecht. Die rüsten auch kräftig auf, die Bayern hier. Und haben meistens einen starken Staat und haben auch eine reiche Provinz. Und, ja, ich gehe erstmal in die nächste Runde. Weiter geht's. Unser Agent kann dann zukünftig mal etwas rumschnustern. Oh, die Franzosen ziehen sich... Naja, zurück kann man nicht sagen. Sie verstärken ihre Frontstellung Richtung Österreich. Was aber gut ist, weil sie dadurch nicht mehr direkt an... Moment, erstmal zu Ende sprechen. Weil sie dadurch nicht mehr direkt stehen in der Nähe der Stadt Olmütz und ich dadurch damit rechnen kann, dass sie keine Verstärkungstruppen haben, wenn ich Olmütz angreife. Das merke ich mir also. Aber jetzt ist erstmal die Batavische Republik dabei, Belgien anzugreifen. Ich muss den Verbündeten beitreten. Das... Geht nicht anders. Also, wir haben Krieg mit Holland und Spanien kommt auch an. Oh. Ich versuche, die mal zurückzuschlagen automatisch. Ah, Mist. Verloren. Neue Verteidigungslinie bilden. Ah, das ist jetzt doof gelaufen. Moment. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Geh mal hier hin. Also Holland greift Belgien an. Okay, jetzt wird's spannend. Dann verstärken wir jetzt Belgien. Und ich versuche nochmal den Tonius Gravé umzubringen. Ja, sehr schön. Oh, sogar noch mal ein bisschen draufgelegt. Also, der General der Holländer ist tot. Jetzt wird es wirklich sehr ereignisreich hier. Du ziehst dich mal zurück. Nach Frankreich irgendwo. So. Belgien hat kaum Truppen, was auch nicht weiter verwunderlich ist, weil sie ja schließlich reichlich, Ja, weil sie noch sehr jung sind als Staat, so meine ich das. Kleve, hier wird es jetzt problematisch. Die Spanier, ich weiß nicht, wo sie sind. Haben sie vielleicht die Russen besiegt oder so? Oder sind, haben die zurückgezogen? Ich weiß es nicht. Ich ziehe mal unsere Truppen hier nach Kleve rein und euch nach Frankfurt, um sicher zu gehen, dass wirklich alles hier sicher ist. Und die Truppen aus Berlin-Brandenburg verstärken mal die sächsische Grenze. Die tauschen wir mal. So. Wir könnten jetzt übrigens hier die Militärakademie bauen. Aber wir können noch eine Runde warten, bis die große Batterie fertig ist. Dann können wir die beiden gleichzeitig fertigstellen. Ja, also das wird spannend. Ich denke, dass Belgien gleich attackiert wird von Holland. Und wir müssen dann versuchen, irgendwann die Niederlande zu erobern. Außerdem möchte ich jetzt langsam mal hier im Süden Olmütz zerschlagen. Und deswegen... Versuche ich uns mal in den Wald zu buxieren. Ja, hat geklappt. Wir sind in Deckung. Die Franzosen sehen uns im Idealfall nicht. Und ich hoffe, dass die hier bleiben. Marshall McDonald. McDonalds, der sorgt immer gerne wieder für nette kleine Wortwitze, auch heute noch. Und hier in Großpolen wird weiter gebaut.
Ja, ich hoffe, dass die Franzosen da bleiben, ansonsten wird es ein bisschen schwieriger, aber wir haben trotzdem alle Chancen, auch wenn die Verstärkungsarmee eingreift. Was jetzt wirklich schwierig ist, ist die Grenze hier. Ich weiß nicht, ob die Spanier noch aktiv sind oder nicht. Und was auch schwierig wird, ist natürlich der mögliche Angriff auf Belgien durch die Holländer. Da wüsste ich aber nicht, was ich noch tun kann, um denen zu helfen. Wir stehen in Reichweite. Sind fast komplett. Vor allem die Leichtinfanterie ist komplett. Das ist das Wichtigste. Und auch unsere ostpreußischen Einheiten. Und die Holländer haben ihren General verloren. Ja, ein bisschen Miliz, aber vor allem wirklich gute Linieninfanterie. Die Dragoner sind auch nicht schlecht. Das sieht lustig aus. Und Amsterdam soll auch irgendwann fallen, aber dafür brauchen wir noch viel, viele Einheiten. Die aber ja in Kleve zurzeit auch gerade gebaut werden. So ist es ja nicht. Frankfurt. Die Russen sind endlich mal da mit Mikhail Kutuzov und noch einem anderen Heini. Aber die Spanier halt auch. Gut. Südeuropa, hier tun sie nicht so viel. Das sind alles unsere Alliierten hier. Neapel und Sizilien. Ach, mit Spanien auch im Krieg. Na toll. Dann sind sie sicherlich auch bald mit Frankreich im Krieg. Ich kenne die ja, die Knaller. Und Oldenburg ist übrigens auch immer für Überraschung gut. Das ist häufig so. Ich habe schon erlebt, als Frankreich, habe ich dann irgendwie Preußen angegriffen und erstmal Kleve befreit, also Westfalen ausgerufen. Und nach ein, zwei Runden kommen die Oldenburger an und erklären Westfalen den Krieg. Die sind total aggressiv teilweise. Also das verstehe ich nicht. Eigentlich sind wir Oldenburger sehr friedliche Menschen, aber in diesem Spiel werden wir irgendwie als aggressiv dargestellt und Westfalen hungrig. Also, aber in Wirklichkeit sind wir gar nicht so, ehrlich. Diese Klarstellung wollte ich nur eben einmal angebracht haben. In Wirklichkeit sind Oldenburger sehr friedliche Menschen. So. Gut, okay. Ich würde sagen, ich gehe in die nächste Runde. Und ich bin wirklich gespannt, ob die Holländer jetzt noch angreifen. Denn die haben sich erstmal eingegraben hier. Und ich hoffe, ich bin gespannt, was passiert. Also wenn sie angreifen, ist es mir genauso recht, wie wenn sie nicht angreifen. Und ich hoffe auch sehr, dass Frankreich davon ablässt, wieder seine Truppen unter McDonald hier nach Brünn oder sonst wohin zu stellen, was irgendwie eine Reichweite, was näher sozusagen dran ist an Olmütz, damit wir die Stadt Olmütz und die Provinz Mähren endlich mal befreien können und der französischen Fremdherrschaft und, sie der preußischen Fremdherrschaft zuwenden können. Okay, wir sind selbstlos, das war schon immer so.